sind Impressionen vom Café-Restaurant Max in Altenmarkt, das es bis 2014 gegeben hat. Im Max haben zahlreiche Veranstaltungen stattgefunden, wie regelmäßige Tanzabende, Musikbrunch, Faschingsbälle, Rock'n'Roll-Shows und vieles mehr. Margarete Hafner, die damalige Chefin, von ihren Freunden Max genannt, rief zum 10 Jahre Ex-Max-Fest. Ich habe mir nämlich wirklich vor einigen Monaten, habe ich mir das schon mal gedacht, mir sprechen so viele Leute an, dass es einfach schade ist, dass es Max nicht mehr gibt. Das Max hat es nur 7 Jahre gegeben, aber da ist einiges los gewesen. Und ich habe mir jetzt gedacht, jetzt ist 10 Jahre Ex-Max und jetzt machen wir mal eine schöne Party mit toller Musik. Und ich schwöre das, ich bin so froh, dass so viele Gäste, die was wirklich von weit her gekommen sind, und damals immer bei jedem Tanz haben, bei jeder Veranstaltung, Konzert oder was auch immer, das wir gehabt haben, sind sie da gewesen. Zwei von diesen treuen Stammgästen ist das Ehepaar Rathbauer. Ja, natürlich kommen die Erinnerungen von früher. Sind wir gern hingegangen, mit anderen noch. Sind nicht so viele da, aber wir kennen einige. Ja, ja, wir gehen heute auch noch tanzen, natürlich. Und in der Max, da haben wir halt sehr viele Geburtstage haben wir gefeiert, Faschingsbälle haben wir gemacht. War super. Da sind wir immer, wo wir rein sind, sind wir weggefahren von Salzburg und um 4 Uhr wieder heim. Und das war immer sehr, sehr schön. Und wie geht es dir da heute mit Tanzen, wenn du nicht mehr zum Max kommst? Schlecht, schlecht. Weil nichts zum Tanzen gibt. Aber heute gibt es in der Altenmarkter Festhalle Gelegenheit zum Tanzen. Die Musik kommt von den Rockerbulls, die schon im Max gespielt haben. Die Erinnerungen ans Max sind bei den Gästen im Gedächtnis geblieben. Es war eigentlich eine ganz eigene Atmosphäre, die hat irgendwo hat's die festgehalten. Es war wie ein Wohnzimmer. Ich bin meistens spät erst aus der Zauche rausgekommen. Da war ich beruflich damals drinnen in der Hotellerie. Und da bin ich zugefahren und das war dann einfach ein, zwei Stunden waren da so schön zum Abspannen und du hast immer Leute getroffen, mit dem einfach an die Spur hast, der was da gut tut. Ja? Was ich mit der Maxi verbinde, wir waren in der Fassade gemeinsame Pächter, wir haben sehr viele Partys, Events und wundervolle Zeiten verbracht. Maxi, die Niki, was war sie für ein Gast? Die Niki war ein sehr guter Gast. Nein, wir haben wirklich Stunden verbracht. Sie hat oben das Büro gehabt, wir herunten das Lokal. Es war einfach eine Symbiose und wir haben so viele Stunden gequatscht. Mal zwei Spritzer getrunken oder mal ein Glas Prosecco. Aber die Zeiten vergisst man nicht. Und was natürlich auch ganz eine tolle Geschichte ist, wir haben ja damals im Max viele mitgenommen in unserer Therme Amadee, wo wir jetzt das Restaurant haben. Und die sind heute auch alle gekommen und es werden noch viele Leute kommen und es ist mega. Also unsere Rockerbulls, die was auch im Max dreimal auftreten sind, sind heute da und es wird sicher ganz ein toller Abend. Eine Leidenschaft von Max ist nach wie vor der Line Dance. Kann man sagen, dass du durchwegs gute Erinnerungen ans Max hast? Absolut, absolut. Es ist so ja auch nicht so sein, dass ich feiert, dass es jetzt 10 Jahre das Max nicht mehr gibt, sondern einfach die Erinnerungen wieder hervorzurufen. Ich habe da hinten einen ganz tollen Tisch hergerichtet mit Fotos, mit Erinnerungen, wo die Leute so hingehen können und einfach einmal schauen. Nur gute. Ich war oben gerade mit Sepp. Der Sepp ist ein Arbeitskollege von mir, der ehemalige Betreiber. Und ja, noch ein bisschen Erinnerungen ans Max. War aber lustig. Lustig war es auch an diesem Abend, daran hat sich nichts geändert.